Gleich jagen wir die Zeiten. Kommt die Claire noch vorbei? Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben heute im Training viel Zeit auf der Strecke verbracht. Ist das Auto zuverlässig genug, um das zu verkraften? Aber Claire, entschuldige bitte, aber du kennst das Spiel. Erstmal die Zeiten. Mix Bestzeit auf den gelben 1:34.358, unsere Bestzeit auf den roten 32.642. Also Mick auf Gelb 34.358 und wir auf Gelb 34.213. Also fast anderthalb Zehntel wir schneller. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2020. Großer Preis der USA. Triebwerk sehr zuverlässig. Wie und der Frontflügel nicht. Viel Zeit auf der Strecke, natürlich das neue Aero-Paket reduziert. Solche Tests können wir. Aber die arme Strapazierfähigkeit. Da stand doch zuverlässiges Triebwerk. Hat doch was mit Zuverlässigkeit zu tun. Und damit auch mit Strapazierfähigkeit. Sie haben mich wirklich beeindruckt. Es ist offensichtlich, wie hart Sie gearbeitet haben. Die Fahrer vollbringen wahre Wunder mit dem Wagen, den Sie fahren müssen. Klasse. Das war dann alles. Warum sollte ich was Schlechtes über die verlieren, zumal die ja gar nicht so schlecht dastehen? Keine perfekt absolvierten Trainingsprogramme bei Mick. Ja, wir werden jetzt mit einem... Ich muss noch den Frontflügel ändern. Wir müssen jetzt mit einem Regensetup fahren, weil es im Rennen dann regnen soll. Leichter Regen, aber die ganze Zeit. Abgesehen von der letzten Wetterwolke. Aber jetzt im Qualifying erstmal purer Sonnenschein. Nachrichten, Jeff. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich liebe diese Strecke. Als hätte man Silverstone, ich sag diesmal nichts mit Hockenstone, ach, hupsala, Medias Marina und Istanbul Park gekreuzt, kombiniert. Einfach großartig. Ein ganz klares Highlight ist der Dreifach-Scheitelpunkt der Kurven 16, 17 und 18. Passt beim Rausfahren auf, es ist nur ein kurzer Weg zur knappen Bremszone für 19. Dort kannst du eine Menge Zeit wieder gut machen, indem du mit viel Tempo hineinfährst. Aber wenn du nicht aufpasst, kannst du noch viel mehr Zeit verlieren, Jeff. Der Kontostand. Teile werden gewechselt und dann können wir ja loslegen. Also können wir mal wieder in Q2, wenn wir da überhaupt fahren. Schön mit den roten Reifen fahren. Reifenunterschied, 6,5 Zehntel von weiß auf gelb und dann knapp 1,3 von gelb auf rot. Das nochmal am Rande. Wird im Rennen nicht so wichtig sein. Sehen wir jetzt ein Pixelbrei-Auto? Na, schon, aber hat sich schnell geändert. Auto-Einstellungen. Differential ändere ich dann natürlich erst im Rennen, nicht wie in der letzten Folge angesprochen. Motor. Macht irgendwelche Geräusche. Jeff, sei leise. Ist angekommen, bestätige. Ich habe zu früh angefangen zu sprechen. Die
Wir bei 32% nach diesem Rennwochenende können wir es wieder wechseln. Also ich wüsste nicht, warum wir die Getriebeabnutzung weiter voranbringen sollten. Nicht zwingend ist das notwendig. Das ist nicht zwingend notwendig, klingt besser. Solange das Getriebe keine Gangaussetzer hat, passt das schon. Und davon sind wir mit 32% gut entfernt. Mit der Tankfüllung ordentlich Rundenzettel mögen. Tankrunden. Spitzkehreplatz, super. Etwas aggressiv. Die nächste Runde anfangen, so gleich schnell weiterfahren, weil es so bald passt. Und nicht schon wieder einer. Dies ist eine Rosalie. Jetzt nervt er. Hat zwar guten Platz gemacht, aber wir sind ihm zu früh zu nahe gekommen. Schon wieder hier verbremst. Sind gleich mal 1,5 Zehntel. Mehr, aber ich muss jetzt aufpassen. Da hinten sind 3, die will ich nicht vorbeilassen. Ich fahre noch eine Runde. Jetzt hätten wir mal freie Fahrt im ersten Sektor. Wieder außen. Ja.
zwei Bremsspuren von uns hier. Hab den Vorsprung verloren, schade. Obwohl ich jetzt nicht verbremst habe. Mann. Zwei Nasen. Dreizehn Rückstand. Wird nichts mehr. Stört es dem Kollegen? Zwei. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:31,6. Drei Zehntel vor uns. Ist durchaus drin für uns. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:30,7. 30,7. Okay. Was will denn hinter mir jetzt schon wieder? Ist doch gerade langsam gewesen. Jetzt geben wir Gas, da gibt er auch wieder Gas. 30,5. Naja, für das Q1 wird das hier reichen, aber ich muss da auf jeden Fall noch schneller fahren. Komm, fahr vorbei jetzt, du Dödel. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Fahrer vor mir. Das da vorne ist Erwin. Hol dir seine Platzierung. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:31,7. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:32,0. Wir sind durch, wir sollten weiterkommen. Wir aktuell auf der 7. Wobei, wir sind halt 1,4 Sekunden und im ersten ist schon eine Menge Holz. Nicht, das wird auch noch rausfliegen. Aber ich würde gerne jetzt Reifen sparen. Ich hoffe, wir kommen mit einem Reifensatz durch Q2. Dann haben wir noch zwei für Q3. Einen frischen roten brauche ich auf jeden Fall fürs Rennen, für die Trockenphase am Ende. Der soll auch wirklich komplett frisch sein, nach Möglichkeit. Außer es droht eine echt kack Qualifying-Platzierung am Ende, da setze ich lieber nochmal einen frischen roten ein, ehe wir dann von, sagen wir mal, 10 starten oder noch schlimmer. Zwei Zehntel, na, anderthalb im ersten Sektor auf Mick verloren. Im zweiten etwas langsamer, aber auch schon wieder fast eine Zehntel und im letzten praktisch genauso schnell wie Mick. Wie viel Abstand nach hinten? 8 Zehntel klingt erstmal gut, aber... Puh. Wir merken uns mal eine 5 da vorne und hinten... Jetzt 27. Wehe, wir rutschen hier raus. Überhaupt nicht. Vorne die 5 ist geblieben. Bei der Ferrari weiter, schön. Hinten ist eine 25 geworden. Ausgeschieden Gasly, Magnussen, Giovinazzi, Grosjean, Latifi und De Vries. Jeder hat eine Reifenfarbe, hätte ich im Training mal gucken sollen. Nun gut, zu schlagen gilt es auf jeden Fall eine 1:31,9 und eigentlich auch 1:31,6 und eigentlich noch schneller.
Ich nehme jetzt mal bloß Sprit für eine Runde mit. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Wobei ein Sicherheitskilogramm, 7 Kilogramm nehme ich mit. Oh, 6,5 Minuten. Minuten Geduld, wir verlieren Druck in der Hydraulik. Irgendwo im System ist ein Leck. Warte kurz. Dann müssen wir den Druck erhöhen, Jeff. Ich hoffe, das war Druckerhöhung genug. Gut, wir fahren noch etwas mehr Heckabtrieb, aber das macht keiner. Sekunde aus. Wenn wir nochmal rausfahren wollten, wird das zeitlich nicht so einfach. So ein paar Sekunden lasse ich zum jetzt noch hier einstellen. Okay, Reifen. Q1. 14 Sekunden noch. 5 vorne. Ja. Kann man knacken. Bin ich aber noch weit von entfernt. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Fertig? Bereit. Ah, die Sonne steht wieder schön schief, genau. Tief. Mal gucken, wie es auf der Gegenraden aussehen wird. Mick neben uns. Jeff, sei leise. Bestätige. 8 Minuten. Outlap. Heiße Runde. Inlap. Gegebenenfalls nochmal schnell raus. Wir müssen nicht auf den Reifen starten, die wir gerade drauf haben, wenn wir ins Q3 kommen sollten. Denn da wird es ja aller Voraussicht nach regnen. Also 31,9 muss ich Minimum schlagen. Bestenfalls noch besser sein. Die Strecke ist gerade schön frei. Die fahren vielleicht gerade alle rein. Start ist dem Kollege. Auf Rang 4. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,31,5. Nochmal eine Zehntel schneller als in Q1. Mick kommt rein. Scheiße. Geben. Jeder Sektor ist ja schon mal schön, aber heißt noch nichts. Jawoll! Haha, eine 30,8! Puh! Gut, dann weiß ich, was geht. Fahrer hinter mir. Bob,
Bottas hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 30,9. Den Reifensatz könnte man im Rennen nochmal verwenden. Das wird der wohl frischeste sein, den wir im Qualifying benutzt haben. Aber jetzt in Q3 werde ich erstmal wieder auf 2 Runden gehen. Ich werde zuerst den Q3-Reifensatz nehmen und vielleicht sparen wir uns noch den anderen Reifensatz. Mal gucken. Überall 3%. Reifen sind aber generell noch viel zu warm. Da könnte durchaus noch eine Prozentveränderung stattfinden. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ich lasse den Wagen gerade noch rollen. Jetzt wird schwierig. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Na, Boxengas ist aber gerade keine Bewegung. Gut, es sind noch 3 Minuten 15. Wenn man auf den letzten Drücker fahren will, dann fährt man jetzt noch nicht raus. 3% sind geblieben. Überall. Sicherheitshalber jetzt schon mal den Boxengassen begrenzt. Da fährt der erste raus, der zweite. Hey, nicht so schnell, die armen Reifen. 4% hinten links, Mann. Mick bleibt drin. Ist aktuell auf der 5. Mercedes, Ferrari, Red Bull sind vorne auch zu sehen. In der Box. Ich wollte nochmal gucken, wie viele Garagentore bei der Boxeneinfahrt zu sind. Hier sind es 3, also einer, ein Team. Aber die Formel 1 hat ja ein relativ kleines Starterfeld. Andere Serien haben da mehr Autos. Da wird vorne noch was frei sein. Der Mick, Bestzeit im Mittelsektor. Der einzige Sektor, wo es bei uns nicht gepasst hat. 3 Zehntel. Dann 4 Zehntel aber im Mittelsektor. Das ist aber ein dicker Abstand im letzten Sektor und Mick ist da deutlich langsamer als alles andere vor ihm. Auch hinter ihm sind sie schneller. Aber aktuell wäre er um eine halbe Sekunde weiter. Wir merken uns hinter uns eine 9 und auf der 10 merken wir uns eine 20. 9 und dann eine 20. Hinter uns 9 und eine 9-10 auf der 10. Mit gelben Reifen wäre er jetzt rausgeflogen. Das wäre sowas von unnötig gewesen, weil man eh nicht mit den gelben Reifen starten wird, außer es regnet doch nicht. Entgegen der Wettervorhersage. Ausgeschieden, ein Orangener, Norris. Ocon schlägt seinen Teamkollegen Ricardo, Quert, Perez, Stroll und Russell. Der Einzige, der es überhaupt auf den Gelben probiert hat. Hätten wir hier noch was komplett Frisches fürs Rennen. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Der ist schon wieder raus. Nick vor uns auf der Streckenkarte, wie im freien Training in etwa. Der Abstand.
Jeff, sei leise. Alles klar. Hoppala. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Hinter uns ist ein schwarz-gelber. Sonne, lass dich sehen. Oh. Blende uns. Der Track ist gerade sehr frei für uns, vor uns, hinter uns, Riesenabstand. Mit den Reifentemperaturen, die wir gerade haben, könnten wir starten. Das wäre ein guter Start, Reifentemperaturen. So, jetzt bitte kein scheiß Ausgang aus der letzten Kurve. Ab geht er, einfach auch in der Box. So, denn ein wenig getänzelt. Drei Reifen über 100 Grad. Scheiße. Nick aktuell hinter uns, wir fahren noch eine Runde. Boah, Scheiße. Schnell rein, aber jetzt langsam raus. Mist. Ich fahre sie noch, vielleicht wird es noch schneller. Ich will keinen weiteren Reifensatz verwenden. Ah, der wird nichts mehr, 14. langsam, jetzt komme ich nicht um die Ecke. Mit dem 5. Spare ich jetzt noch extrem Sprit, dann tuckern wir in die Box in der übernächsten Runde. Es sind zwar bloß 3%, die wir auf dem Reifen drauf haben, die hier könnten wir, schätze ich mal, doch etwas härter angenommen. Klar, wir sind hier jetzt eigentlich in der von Q2 deutlich langsamer gefahren. Also wir könnten ja im Rennen nochmal die Reifen verwenden, aber das Problem ist, wenn es vielleicht doch eher 17 Runden vor Rennende schon trocken werden sollte, dann kann ich auf gar keinen Fall mit den angefahrenen Roten fahren. Ich hätte ganz gerne wirklich noch eine Hinterhand, die komplett frisch und rot ist. Den Red Bull lasse ich noch vorbei. Hier ist jetzt nochmal 1,8 Tankrunden, das ist jetzt nicht viel. Dafür ist der Wagen aber auch sehr leicht. Reifen kalt hinten, Mist.
Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Oh Mann. Reifen zu kalt. Mist. Mist, Mist. Aber in den S sind sie auf Temperaturen gekommen. Und so weit außen, Mann. Trotzdem noch auf Bestzeitkurs, ich weiß es nicht. Auch hier zu weit außen. Und immer noch Bestzeitkurs, aber gleich nicht mehr. Okay, das war's, das war Zeit in. Hamilton auf der 1, nehme ich das in Kauf, nicht von der Pole zu starten. Nasser Rennstart. Ich ja, mache ich fürs Rennen. Mick aktuell hinter uns, Bottas auf der 4. Hätte den Q1 vielleicht doch die gelben benutzen sollen. Kann ich ja beim nächsten Qualifying anders machen. Aber ich werde jetzt nicht nochmal rausfinden, ich will die roten Reifen fürs Rennen auf jeden Fall haben. Und zwar bei 0%. Zur Not gehen wir dann einfach auf die gelben, wenn es zu viele Runden sind bis Rennende, nachdem wir die Inters drauf hatten. Aber mal gucken. Oh. Der ist aber weit vorne. Dementsprechend ist Bottas auch verdammt weit hinten. Fast eine Sekunde auf seinen Teamkollegen. Hohoho. Hamilton macht ernst, der will auf jeden Fall noch um die WM mitreden. Leclerc war wohl der in der Box, der fährt gerade, ist im letzten Sektor. Leclerc auf der 5. Abstand nach hinten nicht groß, auch auf Verstappen nicht. Vettel, denke ich mal, bleibt auf jeden Fall hinter uns, mal gucken, wo es enden wird. Wir fahren nicht mehr raus. Jetzt kann ich wieder die Reifen nicht ändern. Das ist auch so ein kleiner Fehler. Ich könnte mir jetzt gar keine frischen draufschnallen. Jetzt geht's wieder. 0%, 4, 8. 0, 0 und 100% noch zur Verfügung. Okay. Aber Hamilton so weit vorne. Vielleicht wäre es doch irgendwie möglich mit einer Superrunde, aber... Ich bar fürs Rennen. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, der Eismann und Mick Schumacher. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Und weiter geht's mit Bottas auf der 4, dann kommt Leclerc, Albon, Verstappen, der Sepp, der Carlos und der Ocon. Sehr interessant, Mercedes auf der 1, dann kommt zweimal Jaguar und dann wieder Mercedes. Aber die Red Bull wurden von Leclerc geschlagen. Vettel war jetzt auch nicht so weit weg und Verstappen musste sich Albon um 2 Zehntel hingeben. Nun gut, es ist eine ziemlich gute Ausgangslage. Mal gucken, was im Rennen draus wird. Regenrennen sind immer schwierig, weil einmal nicht aufgepasst. Und du kannst dich drehen oder Nase ab oder gleich Auto weg. Ich sag nur Hamilton-Verfolgung in Silverstone. Da habe ich die Hinterachse gerade noch so an die Wand bekommen, aber die hätte ja auch abfliegen können. Überraschung. Schauen wir mal, wie es laufen wird im Rennen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.